Sie reden inzwischen anders, als Sie handeln. Sie selbst wollen den Solidaritätszuschlag abschaffen, so äußert sich auch der Bundeswirtschaftsminister. Zwei der Bewerber für den CDU-Vorsitz fordern eine Unternehmenssteuerreform. In den Papieren der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zur Sommerklausur war das ebenfalls enthalten. Fortwährend hören wir also in der Tat, das steuerpolitische Umfeld hat sich verändert. Bürgerinnen und Bürger und Betriebe müssen entlastet werden. Was wir aber nur finden, ist zusätzliche Belastung, wie beispielsweise bei der Parität bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie handeln anders, als Sie reden. Aber wer den Mund spitzt, der muss irgendwann auch pfeifen, Frau Bundeskanzlerin. Sonst verliert man Glaubwürdigkeit.